Bei Torbi, ich werde euch erledigen. Okay, wie viel hat er eingesteckt? Geht noch. Hat er Talisa Lebenskraft entzogen? Ja, hat er. Und zwar ganz schön gut. Also gut, das heißt, wir müssen noch... sollten noch Schutz vor Lebenskraftentzug sprechen vielleicht. Hat sie Schutz vor Lebenskraftentzug? Nein, sie hat nur den Todesschutz. Habe ich ihr Schutz vor Lebenskraft? Wem habe ich Schutz vor Lebenskraft in Zug gegeben? Dir nicht. Nur ihr. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich warte auf euren Befehl. So. Ich helfe, wo immer ich kann. Was kann ich tun? Ja? Verfall. Ja, nun gut. Du greifst ihn einfach an. So, jetzt ist er ein bisschen aggro und der ist schon schwer verletzt. Ich denke, ich kann auch auf einer anderen Spitze bleiben. Okay. Genau, geh wieder auf sie los. Nö, versuch mal einen Säurepfeil. So, nächste Todeswolke. Ja, hätte ich auch gemacht. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Jetzt, wo alle ihre Resistenzen weg sind, ist das ein bisschen... Wow, wir haben ihn besiegt. So, ihren Lebenskraft. Der hatte gut reingehauen, der Lebenskraftentzug. Wenn es das ist, was ihr wollt. Wurde aber auch Zeit. Sprecht frei heraus. Dadurch hat sie auch all ihre Zauber bis auf den. Moment. Boah. Oh. Puh. Jetzt dürfen wir alle Zauber bei ihr neu eintragen. So, hier war das. So. Zweimal das. Insekten zweimal herbeirufen. Blitze herbeirufen waren hier drin. Zweimal das und... Schutz vor Lebenskraftentzug. Das und der Insektenschwarm. Die beiden. Und weiter geht's bei ihr noch gar nicht. Gut.
So, jetzt warten wir, bis sich die Wolke auflöst. Der geht mal zurück an Keldon. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. So, Geld, die Silberschuppen. So, das geht mal zu ihr, das geht zu ihm. Nein, die Schuppen des Schatten drin. Die schweren Schuppen glitzern im Licht und fühlen sich warm an. Ihr habt von dem Kadaver des Schattendrachen eine stattliche Anzahl dieser Schuppen erbeuten können. Vielleicht könnte man daraus irgendein Schild oder eine Rüstung herstellen. Schriftrolle des Confair. Auf dem vergebenen Pergament wird beschrieben, wie der schon längst verstorbene Zwergenschmied Silberklinge den Hammer der Blitze geschmiedet hat und wie er plante, die Waffe weiter zu verändern, sodass sie ihre ultimative Form erlangt. Wenn man den Hammer der Blitze, Ogerkrafthandschuhe und einen Gürtel der Frostriesenstärke gemeinsam mit dieser Schriftrolle verwendet und den wahren Namen des Hammers ausspricht, Confair, so kann man eine ultimative Waffe der Zerstörung erschaffen. Mhm. Ogerkrafthandschuhe haben wir noch keine, denn das, was Keldon da trägt, sind Geschicklichkeitshandschuhe. Das ist ein Gürtel der Zähigkeit und das ist der Gürtel der Hügelriesenstärke. Wir brauchen aber Frostriesenstärke-Gürtel. Also ja, das ist etwas, was wir aufheben können. Das ist etwas, was wir wieder verkaufen könnten. Den Stein brauchen wir jetzt nicht mehr. Keine große Herausforderung. Meine Beine tun mir weh. Ich weiß, Harry. Ich bin noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Ja, persönlich. So. Das Schattendrache tun wir in Vierkark umbenennen. Jo. Ich warte nun gut. Was möchtet ihr? Warum geht die Musik los? Ist jetzt halt echt die Frage, wo ist der Typ, den wir suchen? Ja, erzählt mir mehr davon. Ich werde einfach mit Talisa alleine gehen, weil sie ist ja schnell genug eigentlich. Und der Schaden ist ja jetzt nicht so extrem. Das haben wir auch schon. Ja, das ist eine Leiche, die da rumliegt. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Schleuderkugeln, die brauchen wir auch nicht. Mit der Statue können wir nur reden. Tatsächlich die Frage, wo dieser Zwerg jetzt sein könnte. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Naja, so raus kann ich nicht.
Da steht er, bei dem Tor. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Bei Abathors ungewaschene Hinter, wer im Namen aller Höllen seid ihr? Ihr müsst dieser Gorje sein, vor dem Ungar sprach. Ich komme im Auftrag eures Bruders. Dies ist nicht eure Angelegenheit, geht zur Seite. Ich bin Talisa, wer seid ihr? Gorje Dunkelhügel ist mein Name. Ich besitze diesen Ort mit meinem kieselhirnigen Bruder Ungar. Die ganzen Skelette und so weiter sind eure Diener. Schön euch zu treffen, ich werde nun gehen. Warum seid ihr hier? Ich bin hier, weil meine Ruinen überfallen worden sind und mein Bruder mich zum Sterben hier gelassen hat, dieses feige Stück Dwaumist. Wegen all dem Bässchen dort unten und keinen Lebenszeichen von meinem Bruder, das ist der Grund, warum ich immer noch hier bin. Tatsächlich, Ungar hält sich in der Kofferkrone der Katla auf. Erzählte mir, wie ich euch und das verlorene Lithium finden kann. Warum geht ihr nicht? Der Weg zur Tür ist nun für die nächste Zeit von Ungeheuern gesäubert. Ich fürchte, dass ihr hier festsitzt. Ich habe es ja kaum lebendig hierhin geschafft. Ja, nehmen wir das erst. Dieser dreckschnüffelnde Idiot, er hat euch geschickt, um mich zu retten. Klingt nach ihm, diesem verdammten hirnlosen Narren. Kann ich meine Axt nehmen und die dreckige Arbeit selber machen? Stattdessen überlässt er das Oberweltland. Nein, ich suche nach Ilithium. Ja. Selbst wenn ihr blind wie eine Höhlenratte und stur wie Granit seid, müsst ihr trotzdem bemerkt haben, dass diese Ruine von einer Gruppe Bestien gestürmt worden ist. Irgendetwas hat sie hier aufgemacht und die Kontrolle über meine Mine übernommen. Ich habe immer gehofft, einen Weg hinauszufinden. Ist der Weg hinter euch sicher? Ist ein sicherer Weg nach draußen? Was ist dieses große Ding, von dem ihr da sprecht? Es machte nicht gerade den Eindruck, dass man mit ihm reden könnte. Es brannte sich seinen Weg durch die Erde und hat sich in einem Raum unter uns niedergelassen. Ich bin damit zufrieden, es in Ruhe zu lassen. Und sagt mir, gibt es einen sicheren Weg aus diesem Gefängnis nach draußen? Der Weg ist sicher, ihr könnt fliehen. Meint ihr das ernst? Würdige Höllenfeuer, mein idiotischer Bruder hat mal was richtig gemacht. In diesem Fall mache ich mich auf, den Kieselschlucker zu suchen. Und ich sage, dass ihr diesen verfluchten Ort besser verlassen solltet, bevor das Biest euch findet und zu einem Imbiss verarbeitet. Wer weiß, nachher denkt es noch, ihr wärt knusprig und würdet gut mit Ketchup schmecken. Ja. Ich fand Ungars verloren. Bruder Gorje, hoffentlich hätte er sich an unsere Übereinkunft und gibt uns das, was wir benötigen. Ja. Hoffe ich auch mal. Und ich sollte wirklich Yahira heilen. Ja, der Schattendrache ging jetzt einigermaßen mit dieser Taktik. Ihr solltet aber, liebe Leute, ihr solltet aber nicht glauben, dass das immer so einfach wird. Gerade gegen die Liches wird das nicht klappen, da die immun gegen Todeswolken sind. Oder gegen Gift halt allgemein. Weil sie eben tot sind. So, ich würde sagen, wir verlassen den Ort hier noch schnell. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet ver... Nun gut. Der da ist ja jetzt hinüber. Ihr müsst... Oh, und es ist Tag geworden. Was immer ihr wünscht. So, wir können jetzt wieder in Adkatla in die Docks. So. Habib. Nein, mein Name ist Habib Khalid Ahmed Alif und man kann mich nicht gefangen nehmen. Ich werde eher meinen mächtigen Krummsegel gegen euren Schild schwingen, als die Demütigung eines Kackers zu ertragen. Ja. Okay. Das war ein ganz normaler Krummsäbel von irgendeinem verrückten Typen. Ja, gut.
Ich würde sagen, aber jetzt hier speichern. Das ist dann LP025. Und dann machen wir hier einen Cut. Also, bis gleich.